Not macht erfinderisch. Dieses Sprichwort muss für den Bundeshaushalt erfunden worden sein. Alle Jahre wieder die gleiche Performance. Um politische Leidenschaften zu befrieden, muss Geld beschafft werden. Kredite, Schattenhaushalte, Luftbuchungen. Die Trickkiste ist randvoll. Dabei ist in diesem Jahr die Lage wirklich ernst. Krieg, Corona, Klima. Woher soll das Geld kommen? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio ist Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In gleicher Funktion bei CDU-CSU im Bundestag, also haushaltspolitischer Sprecher Christian Haase. Zugeschaltet sind Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der TAZ, der Tageszeitung, und Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Herr Fricke, die Ausgaben, die laufen der Ampelkoalition davon. Wir haben eine Schuldenbremse ohne Bremsklötze. Bei schwarzer Null fragen sich manche, was war das eigentlich noch? So haben Sie sich ja eigentlich die Regierungsbeteiligung nicht vorgestellt. Erlebt die FDP gerade so etwas wie eine Schocktherapie? Nein, sie erlebt das, was reale Politik ist und was Haushälter, die jetzt seit 2002 Haushaltspolitik machen, immer wieder erlebt haben. Allerdings nicht in dem extremen Maße, wie es jetzt gegenwärtig ist. Und ich muss auch ganz klar sagen, jetzt mal unabhängig von der Besonderheit der Ukraine-Krise, vieles davon wussten wir, dass dann auch noch, das hatten wir befürchtet, die Inflation dazukommt. Macht das Ganze nicht angenehm, aber ich sag mal auch so, Schönwetterpolitik kann jeder, dann brauche ich keine neuen Regierungen. Also, wie war es ehedem mit GroKo so bequem? In der Ära Merkel konnte man ja noch aus dem Vollen des Steuersäckels geschöpft werden. Sind Sie froh, jetzt in der Opposition gelandet zu sein? Nein, das kann man nicht sein. Also man ist nie froh in der Opposition. Auch wir würden jetzt die Herausforderung annehmen, die die Zeit bietet. Das haben wir in den letzten 2 Jahren Corona gehabt. Das setzt sich jetzt in diesem Haushalt vor, wird noch durch den Putin-Krieg getoppt. Also nein, wir hätten lieber regiert. Frau Herrmann, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Kann denn die Ampelkoalition ihre politischen Projekte angesichts der aktuellen Lage erstmal vergessen? Naja, also ein wesentlicher Teil des Projektes war ja, dass man auch die erneuerbaren Energien ausbaut. Und ich glaube, das hat jetzt jeder gesehen, dass man sich unbedingt unabhängig machen muss von dem russischen Gas und dem russischen Öl. Also ich glaube eigentlich, dass die Projekte der Ampel sogar noch einen Schub bekommen haben. Nicht? Man muss es natürlich mit Schulden finanzieren. Das ist ja das, was jetzt auch gerade strittig diskutiert wird. Aber die Ziele selbst sind, glaube ich, weiterhin im Fokus. Herr Holznagel, der Bund der Steuerzahler ist sicherlich hoch erfreut, dass ihm die Arbeit nicht ausgeht. Aber in der Finanzpolitik kann man ja im Moment eigentlich nur Fehler machen. Naja, wir wissen auch gar nicht, wie viele Fehler und wie groß die Fehler sind. Den Haushaltsentwurf, den wir jetzt kennen, der ist ja eigentlich schon Makulatur. Christian Lindner hat ja heute im Bundestag auch noch mal deutlich gemacht, es wird einen Ergänzungshaushalt geben. Da werden wir dann genau sehen, was passiert. Fakt ist jedenfalls, wir gehen noch mal massiv in die Neuverschuldung und Fakt ist eben auch, dass an vielen Stellen einfach so weitergemacht wird, als wenn es keine Krise gibt, als wenn es keinen Krieg gibt. Also insofern haben Sie recht, es werden viele Fehler gemacht. Gut, in der heutigen Generaldebatte ist ja da auch einiges genannt worden. Den Finger in die Wunde legen muss ja immer der Oppositionsführer, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Friedrich Merz. Das hat er heute auch gemacht. Mit einer Äußerung zum Bundeshaushalt, und die wollen wir uns mal ganz kurz ansehen. Die Steuereinnahmen werden vermutlich deutlich niedriger ausfallen als erwartet. Und vor allem die Ausgaben werden durch den Ukraine-Krieg und alle seine Folgen deutlich steigen. Das wissen wir alle, das wissen auch Sie, sprechen beschönigend von einem Ergänzungshaushalt, den Sie wahrscheinlich schon im nächsten Monat vorlegen müssen. Und zwar in einer Größenordnung von bis zu 50 Milliarden Euro. Und trotzdem legen Sie in dieser Woche einen Bundeshaushalt vor, so als ob nichts gewesen wäre. Ja, dieser Haushalt, Herr Fricke, von 2022, der ist jetzt schon Makulatur. In der Tat gibt es ja noch einen Nachtragshaushalt, werden wir gleich noch drüber reden. Ergänzungshaushalt. Kann man im Moment nur auf Sicht fahren? Worauf müssen wir uns eigentlich einstellen? Ja, man kann nur auf Sicht fahren, denn keiner von uns weiß, wie das in der Ukraine weitergeht. Wir haben unsere Hoffnungen, aber davon darf sich ein Haushälter nie treiben lassen.
Wir müssen aber jetzt, und deswegen war auch die Aussage von Herrn Merz einfach schlichtweg nicht ganz so fair. Der Ergänzungshaushalt ist genau das Mittel, was man macht, wenn während eines Haushaltsverfahrens, wo noch nicht das Parlament abgeschlossen hat, die Regierung erkennt, wir müssen anpassen, das noch nicht genau weiß, dann aber innerhalb sich berät und dann den Ergänzungshaushalt in das Haushaltsverfahren, das bereits läuft, einbringt. Ist auch keine neue Sache. Ich habe das jetzt auch heute noch mal im Plenum gesagt. Franz Josef Strauß hat das bereits 1967 gemacht. Der Grund ist, dass die Bundeshaushaltsordnung das ausdrücklich so vorsieht. Die Alternative wäre gewesen nach Friedrich Merz, wir machen erstmal keinen Haushalt, machen vorläufige Haushaltsführung und hätten dann übrigens von ihm gehört, naja, warum legt ihr eigentlich noch keinen Haushalt vor? Haushalt heißt bei sich verändernden Bedingungen stetige Anpassung, notfalls auch Nachtragshaushalte, so wie es die Große Koalition wegen Corona machen musste, so wie wir es jetzt mit einem Ergänzungshaushalt machen müssen wegen der Ukraine-Krise. Jetzt sind ja eine ganze Menge von Unklarheiten noch, was die Ausgaben angeht. Es ist gerade schon angeklungen, es geht um die Folgen des Krieges. Das sind enorme Energiekosten, die abgefedert werden sollen, sozial abgefedert werden sollen. Wir wissen noch nicht, wie viel Geld wir für die ukrainischen Flüchtlinge hier in Deutschland aufwenden müssen. Das ist eine sehr, sehr hohe Summe, auch humanitäre Unterstützung für die Ukraine selbst. Das Sondervermögen Bundeswehr lassen wir mal noch außen vor, da kommen wir später dazu. Mit welchen Summen rechnen Sie, die da noch draufkommen? Im Moment ist die Neuverschuldung ja bei 99,7 Milliarden. Also ich wage mal die Prognose, das hat ja auch Herr Merz gesagt, dann nochmal 50 Milliarden. Das ist aber im Augenblick eine gegriffene Zahl. Also die Koalition unterhält sich ja zum Beispiel diese Woche um das Thema Entlastung bei Energiekosten, Entlastung bei den Benzinkosten. Da weiß ich nicht, welche Größenordnung letztendlich die Regierung sieht. Wir haben ja auch einen Strauß. Ich habe auch schon 150 Milliarden zusätzlicher Kosten gehört. Das ist dann zusammen sich subsumiert auf eine Viertelbillion. Aber genau das ist ja die Gefahr. Wenn man einmal sieht, da ist das Schuldentor offen, dass man dann die Grenze nicht sieht. Wenn wir jetzt sagen würden, wir könnten uns noch 20 Milliarden leisten, dann würde man wahrscheinlich auch in dieser Range bleiben. Jetzt sind natürlich die Wünsche, die Forderungen an Politik immens groß, weil man sieht, naja, irgendwie ist keine zumindest erkennbare Grenze da. Da hätte es zum Beispiel jetzt eine Ansage des Kanzlers, da hat er ja an anderer Stelle auch gemacht, oder des Bundesfinanzministers gesagt, also wir sind einmalig bereit, nochmal 40, nochmal 20, nochmal 30 zur Verfügung zu stellen. Immer mit der Frage, kann ich das dann im politischen Prozess auch halten? Das ist schwierig, das kann ich nachvollziehen, da jetzt irgendeine Zahl zu sagen. Man muss ja gucken, welche Maßnahme wirkt denn am Ende. Wo können wir entlasten? Wie lange dauern überhaupt die Belastungen? Vielleicht sind in 3 Monaten die Spritpreise wieder unten und wir machen eine temporäre Maßnahme und es kostet vielleicht nur die Hälfte von dem, was wir heute haben. Also das ist sehr schwierig im Augenblick zu sagen. Deswegen die Frage von Ergänzungshaushalt ist ja auch die Frage, wann werden wir als Parlament damit konfrontiert, wann haben wir endlich mal Zahlen auf dem Tisch. Also ich bin eher ein Freund davon zu sagen, je später wir klare Zahlen haben, wenn wir jetzt erst auf Ende April, Anfang Mai kommen, wir wollen ja Ende Mai auch den Haushalt dann irgendwie abschließen, dann lieber warten und im Sommer einen vernünftigen Nachtragshaushalt, mit dem wir dann uns beschäftigen. Frau Herrmann, Sie haben ja vorhin schon die Haushaltspositionen, was den Klimaschutz angeht, was man sich da vorgenommen hat, genannt. Was jetzt da noch dazu kommt, diese Kosten, die ja noch nicht so richtig zu beziffern sind, sind das alles notwendige Kosten, gerade was die Folgen des Ukraine-Krieges angeht, was die Energiekosten angeht? Glauben Sie, dass wir tatsächlich diese Ausgaben alle brauchen oder ist da auch einiges an Überflüssigem dabei? Naja, also ich bin nicht dafür, dass man ganz normale Bürger entlastet, reiche Bürger entlastet, die eigentlich diese höheren Energiekosten selber tragen können. Also dieses Prinzip Gießkanne, das bei Herrn Lindner zu erkennen ist, dass irgendwie jeder entlastet wird, der Auto fährt, das finde ich falsch. Also ich fände es besser, wenn man die knappen Mittel, das hat Herr Haase ja völlig richtig dargestellt, man kann nicht beliebig viel Geld ausgeben, dann sollte man aber die knappen Mittel dorthin lenken, wo sie wirklich gebraucht werden, also vor allen Dingen bei Geringverdienern, die nicht in der Lage sind, diese hohen Energiepreise abzufedern. Aber dass irgendwie alle in Deutschland bedient werden müssen, das ist ja das Prinzip der FDP, das finde ich ganz falsch. Schöner Satz. Gut, es geht möglicherweise, meinen Sie jetzt den Tankrabatt, Herr Holznagel, den Sie ja, glaube ich, ganz gut finden, wenn ich das gelesen habe. Aber es ist ja im Prinzip auch etwas, was nach dem Gießkannenprinzip geht. Da wird jeder bedacht, der Auto fährt, sogar besonders gut bedacht, wenn er ein bisschen mehr Gas gibt beim Mobilitätsgeld. Das ist die SPD-Position. Da kriegt jeder, wenn er eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet, Geld, egal ob er ein Auto hat oder nicht. Was ist da das Sinnvollste? Bleiben wir bei diesem Thema Energiekosten. Das
ja die meisten im Moment am meisten oder am wichtigsten auch beschäftigt. Was ist da sinnvoll? Wo sollte der Gesetzgeber da besonders Geld ausgeben? Also wir müssen die Diskussion ein wenig sortieren. Wir haben schon Anfang des Jahres gesagt, dass wir eine Entlastung beim Strompreis brauchen. Und hier waren unsere Vorschläge eindeutig und klar. Das heißt, die Mehrwertsteuer auf 7%, weil Strom ist lebensnotwendig. Die Energiesteuer und in diesem Fall ist es die Stromsteuer auf 1 Cent pro Kilowattstunde. Das ist das Mindestmaß, das europäisch zulässig ist. Und am Ende natürlich die Abschaffung der EEG-Umlage. Das hätte den Strompreis massiv entlastet. Und um das nochmal klarzustellen, wir kompensieren ja am Ende nur. Das heißt, die CO2-Besteuerung sorgt ja dafür, dass der Endverbraucher mehr zu zahlen hat und der Staat an dieser Stelle auch mehr Einnahmen hat. Bei den Treibstoffen sehe ich es ein wenig anders. Und da haben wir nicht Juhu geschrieben, als Christian Lindner den Tankrabatt vorgestellt hat. Ich habe immer gesagt, das ist kurzfristig eine Maßnahme, um die Steuermehreinnahmen an der Tankstelle auch sofort wieder zurückzugeben. Aber es muss eben auch daran gearbeitet werden, wie wir an dieser Stelle entlasten. Und da habe ich ein einfaches Rezept, nämlich die Entfernungspauschale maßgerecht anzuheben, dann würde man eben auch die Arbeitnehmer an dieser Stelle entlasten. Aber ich will es auch deutlich sagen, der Staat kann nicht jede Preisspitze an dieser Stelle abfedern. Die Preise sind hoch und wir müssen dann eben auch mal auf die Ölgesellschaften schauen, die nicht immer Preissenkungen gleich weitergeben. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass der Staat hier nicht überkompensiert. In dem Zusammenhang wird ja auch immer, Herr Fricke, gesagt, dass man diese Profite der Ölkonzerne abschöpfen könnte und das dann eben entsprechend damit ausgleicht oder in den Ausgleich gibt einer Entlastung für den Verbraucher. Ist das sinnvoll? Glauben Sie, dass das kommt, dass man da eingreifen kann, um eben Gewinne abzuschöpfen, die ja möglicherweise oder ziemlich sicher sogar auf rein spekulativer Basis entstanden sind und nicht, weil Angebotsverknappung besteht? Ja. Also erstmal, es würde unser marktwirtschaftliches System erstmal nicht entsprechen an der Stelle, muss ich sagen, sondern dann sind wir im Kartellrecht. Da muss ganz klar mit Kartellstrafen gearbeitet werden. Da ist auch etwas, wo ich das Kartellamt stärke. Denn was machen wir denn dann eigentlich, wenn wir mal dann nachgewiesen durch diese Unternehmen haben, dass sie unterhalb des Preises verkaufen, weil sie eine Kalkulation haben, um sich am Markt auch durch untere Preise zu halten? Geben wir dann einen Zuschuss? Also ich bin da sehr vorsichtig und möchte noch mal was zu dem Tankrabatt sagen. Das Entscheidende, was wir in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft sehen müssen, ist beim Thema Energie. Wir haben bei der Grundsicherung, also bei Hartz IV, bei Grundsicherung im Alter, Grundsicherung in der Pflege, haben wir die Kosten der Unterkunft. Findet eine automatische Anpassung der Kosten statt. Wir haben dann für die nächste Gruppe der Wohngeldempfänger, derjenigen, die BAföG bekommen und diejenigen, die der Ausbildung staatlich unterstützt werden, haben wir jetzt erst gerade in der Koalition beschlossen, nochmal um sogar Verdoppelung gegenüber dem ursprünglich geplanten, die Zuschüsse zu erhöhen. Und jetzt müssen wir genau sehen, und das ist die Diskussion, wie treffe ich entweder zielgenau, das dauert lang und wird kompliziert und mit den üblichen Problemen, oder, und das war, und das halte ich immer noch für einen guten Ansatz, zu sagen, die Alternative ist erst einmal nichts tun. Das haben wir beim Thema Tanken gehabt. Und wenn dann der Vorschlag ist, wie kriege ich es innerhalb kürzester Zeit schnell, dann ist der Tankrabatt für kurze Zeit, nicht auf Dauer. Das war auch nicht geplant, das Richtige. Nur, das muss man auch ehrlich sagen, wir sind in einer Koalition. Hier ist der Vorschlag von Christian Lindner, wie man kurz und schnell etwas tun kann. Mit den Ungenauigkeiten gebe ich genau recht. Natürlich, das würde auch jemandem wie mir helfen. Aber die Alternative ist, erst einmal nichts zu tun. Und letzte Sache, das Problem ist, wenn ich so die Entfernungspauschale mache, wo ich auch eine Affinität für habe, habe ich natürlich das Problem, was mache ich mit dem 60-Jährigen, der seine 85-jährige Mutter pflegt und jeden Tag hin und her fährt und das nicht unbedingt absetzen kann. Ich habe immer Ungenauigkeiten. Da muss ich als Politik immer abwägen und das ist nicht einfach. Und dann kommt die Frage, helfe ich jedem, helfe ich vielen, helfe ich wenigen und wie helfe ich am genauesten? Das ist Politik dann und da kann man diskutieren. Also ich möchte noch mal eine Lanze auch, wir haben einen guten Vorschlag gemacht, glaube ich, mit der Mineralölsteuer. Ob das jetzt in der Regierung ankommt, aber zum Absenken der Mineralölsteuer. Aber wenn, bin ich auch bei dem Thema Tankrabatt. Das fand ich für das Klügste, was ich gehört habe. Warum? Ich komme aus dem ländlichen Raum. Also ich habe heute noch einen Anruf gehabt, wo mir eine Frau erzählt hat, dass sie jeden Morgen ihren Mann zur Arbeit bringen muss, anschließend selbst zur Arbeit fährt, 160 Kilometer jeden Tag. Er sagt, also irgendwann lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten. Und das ist doch, glaube ich, gerade eine Zielgruppe, die wir viel stärker in den Blick nehmen müssen. Die vielleicht mit ihrer Arbeit nicht weit von Sozialsystemen auch weg sind, aber trotzdem sagen, für uns ist das wichtig, jeden Tag arbeiten zu gehen. Und im ländlichen Raum kann ich das nicht substituieren und sagen, ich setze mich jetzt in ÖPNV, das geht nicht. Und ich glaube, dieser Tankrabatt wäre dann noch am ehesten ein Signal, auch des Staates an diese Menschen zu sagen, wir haben verstanden. Und ich fand es dann auch noch relativ unbürokratisch. In der zweiten Ebene für den Tankstellenbesitzer vielleicht nicht. Aber für mich als Bürger
war das eigentlich erstmal ein Vorschlag, für den ich persönlich Sympathien hege, wenn wir halt nicht über die Steuerfrage gehen können. Frau Herrmann, wenn man jetzt da sehr viele Milliarden in die Hand nimmt für Zuschüsse, um die Energiekosten niedrig zu halten, könnte das ein Fass ohne Boden werden? Wir wissen ja gar nicht, wie sich die Energiekosten entwickeln. Putin hat ja heute bekannt gegeben, dass man die Öl- und Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen darf. Das bedeutet, dass man wieder mit der russischen Notenbank verkehren muss sozusagen. Das läuft dann darüber, damit werden die Sanktionen unterlaufen. Möglicherweise zwingt das den Westen dann tatsächlich, um die Sanktionen aufrechtzuerhalten, von sich aus ein Öl- und Gasembargo gegen Russland zu erlassen. Also von sich aus zu sagen, wir beziehen von euch nichts mehr. Das würde wahrscheinlich kurzfristig die Preise wieder noch weiter nach oben treiben. Ist das, besteht da die Gefahr, dass es ein Fass ohne Boden wird? Also um jetzt mal erstmal zu der Sache mit den Rubeln zu kommen. Das war eine schlaue Maßnahme von Putin. Aber das ist jetzt nicht kriegsentscheidend und ändert eigentlich auch nichts an der Lage an den Gasmärkten. Also was Putin gemacht hat mit dieser Maßnahme ist, dass künftig er festlegen kann, welchen Wechselkurs es zwischen Rubel und Dollar gibt. Das hatten Sie ja angedeutet. Jetzt müssen die westlichen Importeure von Gas sich erstmal Rubel beschaffen. Das geht praktisch nur bei der Zentralbank. Und damit hat dann Putin die Möglichkeit, den Wechselkurs festzulegen. Ich nehme aber an, dass Putin den Wechselkurs jetzt nicht astronomisch irgendwo in absurde Höhen treiben wird, sondern dass er sich einen Kurs wird, wie er vor dem Ukraine-Krieg galt. Das heißt, das Gas wird jetzt nicht unbedingt teurer für den Westen. Also das dauert jetzt noch eine Woche, bis Putin sich überlegt hat, wie der Kurs sein soll zwischen Rubel und Euro. Und dann wird man ja sehen, ob er die Idee hat, den Westen zu schröpfen oder ob es nur darum geht, symbolisch zu zeigen, dass irgendwie Russland noch wichtig ist in ökonomischer Hinsicht. Also nochmal zur Korrektur. Die Sanktionen des Westens haben die Gaslieferungen nie getroffen. Man hat das genau so gemacht, dass die SWIFT-Sanktionen, also die Sanktionen zwischen den Banken, die Banken ausgenommen haben in Russland, die man brauchte, um die Gaslieferungen zu bezahlen. Das heißt, eigentlich ändert sich erstmal durch diese ganze Aktion von Putin gar nichts, außer, wie gesagt, dass er jetzt künftig festlegen kann, wie der Wechselkurs zwischen Euro und Rubel ist. Aber wie gesagt, ich glaube, er wird nicht übertreiben, denn er will ja weiterhin Gas liefern. Gut, Herr Holzer, die andere Frage war ja, wie wird sich der Gaspreis entwickeln weltweit. Also was natürlich alarmierend ist, und da waren ja alle dabei, dass schon vor dem Ukraine-Krieg Gas und Öl immer teurer geworden sind. Das heißt, wir haben es hier mit einer strukturellen Veränderung auf den Energiemärkten zu tun, die die Ukraine-Krise verschärft hat, aber die auch schon vor der Ukraine-Krise da war. Das muss allen Westeuropäern klar sein. Öl und Gas werden knapp. Die Nachfrage ist genauso hoch wie das Angebot. Da ist gar keine Lücke mehr. Und das führt dazu, dass die OPEC, also das Kartell der öllieferenden Staaten, letztlich festlegen kann, wie hoch der Ölpreis ist. Und der einzige Weg raus aus dieser Falle, dass wir praktisch das gesamte Öl abnehmen, das es gibt, ist, dass wir Öl sparen. Nicht? Wir müssen weg von der Energieverschwendung. Wir müssen Energie sparen. Wir müssen auch erneuerbare Energien ausbauen. Sonst, das muss einem klar sein, werden wir von den OPEC-Kartellen wirklich geschröpft. Mhm. Denn im Unterschied zu früher ist es so, dass das OPEC-Kartell jetzt funktioniert. Nicht? Also diese Hoffnung, und dann zerstreiten die sich alle, diese Ölländer, und dann verschabeln sie ihr Öl auf den Weltmärkten. Diese Zeiten sind für immer vorbei. Gut, jetzt darauf muss man sich einstellen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Energiewende und auch Energieeffizienz natürlich noch mit einer zeitlichen Verzögerung erst wirklich wirksam werden können. Herr Holznagel, wenn Sie sich jetzt die ganzen Projekte ansehen, die heute auch im Bundestag eine Rolle gespielt hat, wofür jetzt der Staat Geld in die Hand nehmen muss. Glauben Sie, dass das wirklich ohne Steuererhöhungen abgehen kann? Das wird darauf ankommen, wie der Bundeshaushalt insgesamt aufgestellt wird.
Was wir eben halt nicht sehen, ist, wo gespart werden soll, wo auch die Häuser weniger zur Verfügung bekommen, also Geld weniger ausgeben können. Und das wird die entscheidende Gretchenfrage sein. Ich bin auch bei Frau Herrmann. Wir müssen viele Projekte, glaube ich, jetzt vorantreiben, insbesondere was Klimaschutz angeht, was Energiewende angeht. Das ist gar keine Frage. Aber weil das eben sehr viel Priorität jetzt genießen muss, müssen wir auch definieren, was Dispriorität ist. Also wo können wir sozusagen auch Geld heben, was wir dann an anderer Stelle einsetzen können. Mein Eindruck ist so, dass die Bundesregierung eigentlich so weitermacht wie vorher, dass es überhaupt keine Prioritätensetzung gibt, dass die Häuser weiterhin mit dem Plan, als wenn es keine Ukraine-Krise gibt oder kein Krieg oder auch keine Corona-Krise gab. Und dementsprechend werden auch weitere Ausgaben getätigt, wo wir dann uns auch fragen müssen, ist das jetzt noch zeitgemäß? Und deswegen wird es darauf ankommen, inwieweit jetzt die Bundesregierung Prioritäten setzt. Ich hoffe, dass Christian Lindner den Haushalt nochmal nachschärft. Und darüber hinaus werden wir eben auch sehen, ob die Versprechungen zur Einhaltung der Schuldenbremse auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Und das wird dann der Zangengriff sein und der Bewährungshaushalt wird im nächsten Jahr dann stattfinden. Steuererhöhung ist ja der Herr Seiber und der FDP. Können Sie das ausschließen? Nein, man kann nie nichts ausschließen in der Politik. Das ist so die typische Frage an den Politiker. Können Sie auch? Nein, da sage ich immer ganz ehrlich. Schon eine deutliche Antwort. Ich schließe nichts aus. Wenn die Frage aber ist, wird die FDP einer Steuererhöhung zustimmen, dann kann ich sagen, das sehe ich nicht. So, das ist auch ganz klar. Und zwar auch deswegen, weil, und da gebe ich Herrn Holznagel recht, es ist wie immer so, du hast immer nur drei Möglichkeiten. Steuern erhöhen, Verschuldung erhöhen, Ausgaben kürzen. In einer guten Welt würden viele sagen, ja, alles drei irgendwo und der Haushalt wird noch besser. In der realen Welt ist es aber so, dass bei jeder Ebene eine Ebene sagt, nee, bitte bei mir nicht. Und wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, ob ich denn glücklich gewesen bin damit, wie der Haushalt jetzt so aussieht, dann sage ich im Grundsatz ja. Aber es ist genau das, was Herr Holznagel sagt, dass man sich die Frage stellt, auf was kann ich, auf was soll ich und auf was muss ich verzichten. Das hat mich schon geärgert, dass das zu wenig innerhalb der Ministerien gestellt wird. Aber das ist ein Problem, das in der Struktur unseres Staates liegt, wo jede Sache, die wir machen, gut ist und weil sie einmal gut war, auch gut bleibt. Und das ist das Hauptproblem. Und wenn dann so Haushälter, das sage ich jetzt über die Parteigrenzen hinweg, egal ob wir in der Opposition oder in der Koalition sind, dann sagen, vielleicht könnten wir da mal verzichten. Oder ich sage jetzt einen ganz riskanten Satz. Ist es denn wirklich richtig, dass wir 5% Rentenerhöhung haben? Ich weiß, jetzt kriege ich sofort die E-Mails, ganz schlimm. Dann kriegen Sie, und ich habe nicht gesagt, dass ich das für falsch habe. Nur wenn Sie das schon sagen, kommt, nein, nein, aber da auf keinen Fall. Kultur auf keinen Fall. Verteidigung aktuell keinen Fall. So, und da haben Sie immer das Problem. Und damit müssen Sie eben als Haushälter kämpfen. Sie werden nie beliebt sein. Das ist unser Schicksal. Aber Sie müssen eben ständig drangehen. Aber deswegen macht es auch mit Ukraine-Krieg und Pandemie nicht unbedingt was zu tun. Politischen Wanderpredigern hört man ja immer ganz gern zu. In diese Gruppierung gehört sicherlich auch Christian Lindner rein, der Finanzminister. Der hat jetzt gesagt, ab dem nächsten Jahr wird die Schuldenbremse wieder eingehalten. Glauben Sie ihm? Naja, es ist eine Herkulesaufgabe. Und wenn ich höre, was jetzt schon für Diskussionen innerhalb der Koalition sind, also welche Ansagen von verschiedenen Richtungen gemacht werden, habe ich natürlich große Sorge, dass er das nicht halten kann. Ich selbst glaube ich, dass er es machen will. Das ist ja so wie bei der Aufstellung des Haushalts gewesen, wo er dann ganz geschockt Ende des Jahres gesehen hat, was ihm die Ministerien vorgeschlagen haben. Das ist ja dann mal da an der Stelle durchgesickert. Und es war jetzt, glaube ich, für ihn sehr schwierig, das bis zum Sommer hinzukriegen. Aber er hat es aber immerhin geschafft. Ich will aber schon sagen, ich glaube, die Schuldenschraube, die ist überdreht jetzt. Wir haben bedingt durch äußere Anlässe, durch die Corona-Pandemie in drei Haushaltsjahren, jetzt kommt noch mal die Ukraine-Krise dazu. Wir haben in Europa Schulden aufgenommen, die wir irgendwann wieder zurückzahlen müssen. Und wir wissen ganz genau, das, was wir jetzt an Schulden aufnehmen, das sind ja die Steuern von morgen für unsere Kinder und Kindeskinder. Es sei denn, wir wachsen in einem Maße, wie wir uns das im Augenblick nicht vorstellen können. Also müssen wir doch die schwere Aufgabe der Haushaltskonsolidierung in irgendeiner Form angehen. Das hat die Koalition im Übrigen ja angelegt. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich dazu gar keine Gedanken gemacht hätte. Aber davon haben wir in diesem Haushalt zumindest noch nicht viel gespürt. Wir sind mal so durchgegangen. Wir haben so 100 finanzwirksame Ausgaben gefunden im Koalitionsvertrag. Die sind überwiegend noch gar nicht drin. Sie sind noch außerhalb, so sagen wir Altschuldenübernahme. Auch ein vorgezogener Kohleausstieg im Übrigen kostet uns Milliarden, über die wir dann ehrlicherweise sprechen, können wir uns das jetzt leisten oder nicht. Aber wir finden jetzt auch im Haushalt Maßnahmen. Wenn wir ehrlich sind, finden wir sie überall, wo wir sagen können, da könnten wir jetzt auch noch Geld einsammeln. Und ich glaube, bevor wir über eine Steuererhöhung sprechen, das wissen wir alle, wir haben eine schwächelnde Konjunktur. Das wäre, glaube ich, Gift, wenn wir sie machen würden.
würden. Insofern wäre das auch für mich das letzte Instrument. Dann wäre ich auch erst bereit, ehrlich auch mit der Regierung, mit Opposition zusammensetzen wir uns hin und sagen, wo können wir da noch ein paar Punkte finden? Und wir Haushälter, glauben Sie uns, wir finden welche. Herr Holznagel, ist es realistisch zu glauben, dass diese Schuldenbremse nächstes Jahr schon wieder stattfindet oder wird sie noch länger ausgesetzt sein? Also es muss gelingen und der Haushaltsplan in der mittelfristigen Finanzplanung sagt ja auch, dass es gelingen soll. Zu den Zahlen, wir haben in diesem Jahr erstmal laut Plan eine Neuverschuldung von ca. 100 Milliarden Euro und die wird dann sinken auf 7,5 Milliarden Euro. Das schafft der Bundesfinanzminister einerseits, indem er auch alte Rücklagen abbaut. Es gibt immer noch eine Asylrücklage im Bundeshaushalt von knapp 50 Milliarden Euro. Das kann er auch schneller abbauen. Und darüber hinaus machen wir uns nichts vor. Die Schuldenbremse ist ja jetzt schon etwas geschliffen worden. Das heißt, die Tilgungsverpflichtungen, die die Große Koalition in der letzten Legislaturperiode festgelegt hat, hat die neue Ampelregierung noch mal nach hinten verschoben. Damit wird ein Polster geschaffen von gut 50 Milliarden Euro über die gesamte Legislaturperiode. Also da hat man sich schon gewisse Spielräume erkauft. Mir geht es einfach darum, dass die Schuldenbremse eingehalten werden muss, weil wir ein Momentum brauchen, auch innerhalb der Politik, wo wir einfach sagen müssen, wir können uns nicht weiter kaputt verschulden. Und jeder Haushaltspolitiker, aber vor allen Dingen jeder Ausgabenpolitiker hat dann eine verfassungsmäßige Grenze, an der er sich orientieren kann. Und deswegen sind wir einfach Fan der Schuldenbremse. Wir brauchen sie auch bei viel ökonomischer Kritik. Aber am Ende ist das menschengemacht und es menschelt dann sehr im Bundestag. Und jeder hat wichtige und sehr prioritäre Projekte. Und deswegen muss die Schuldenbremse wieder herhalten, damit wir am Ende auch Maß und Mitte finden. Frau Herrmann, jetzt gibt es ja auch Leute, die gerne heilige Kühe schlachten. Es gibt ja auch die Meinung, die Schuldenbremse sollte man eigentlich nicht weiterführen, die sollte man wieder abschaffen, weil es macht keinen Sinn, die immer so vor sich herzutragen und sie doch nicht einzuhalten. Wie sollte man mit diesem ja in der Verfassung verankerten Element umgehen? Naja, also ich meine, der saubere Weg wäre natürlich, die Schuldenbremse wieder abzuschaffen. Ich war schon 2011 der Meinung, dass das der völlig falsche Weg ist. Aber das wäre ja eine Grundgesetzänderung. Man müsste die Schuldenbremse also im Bundestag im Bundesrat mit zwei Dritteln dann wieder rauskegeln. Und das ist wahrscheinlich nicht möglich, weil ich jetzt mal annehme, dass die FDP und die CDU, die sitzen ja beide hier, dem nicht zustimmen würden. Insofern hat man jetzt das Problem, dass immer, wenn man außerordentliche Belastungen hat, muss man dann punktuell das Grundgesetz dann anpassen. Das soll ja jetzt passieren, auch für diesen 100 Milliarden Sondertopf für die Bundeswehr. Da hat Herr Merz auch schon gesagt, dass er zustimmen wird, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ja, und das wird so der Weg sein, nicht, dass man immer ständig an dieser Schuldenbremse rumbastelt. Wenn man jetzt mal sich fragt, bis wann kann ein Staat sich verschulden und ab wann wird es gefährlich, dann gibt es eigentlich nur eine Grenze. Und das ist, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Das ist im Augenblick in Deutschland noch nicht der Fall. Das ist jetzt vielleicht eine etwas erstaunliche Aussage, weil ja die gemessene Inflation bei 5% liegt. Aber das liegt ja nur an den Energiepreisen, die wir nicht beeinflussen können. Das machen die Ölscheichs oder das macht Putin. Eigentliche Kerninflation, also das, was in Deutschland an Inflation entsteht, selbst ist noch nicht gefährlich. Da muss man drauf achten, nicht? Wenn man feststellt, dass man in so eine Lohnpreisspirale gerät, dann kann man sich als Staat nicht mehr weiter verschulden. Allerdings ist das im Augenblick noch nicht in Sicht, weil die Tariflöhne immer noch moderat steigen. Die sind im letzten Jahr um 1,7% gestiegen. Das ist also irgendwie ganz ungefährlich. Aber das muss man im Blick behalten. Ansonsten kann sich ein Staat erstmal gefahrlos verschulden, um die Aufgaben zu wuppen, die anstehen. Und es bestreitet ja niemand, dass wir die Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass wir eine Energiewende finanzieren müssen und so weiter. Ich möchte einen Aspekt entgegnen. Also Ihre Aussage ist richtig. Auch wir würden jetzt einer Auflösung der Schuldenbremse sicherlich nicht zustimmen an der Stelle. Aber in Ihrer Argumentation, und das vermisse ich immer in der Argumentation, wir sind ja nicht isoliert. Wir sind in einem Finanz- und Wirtschaftssystem innerhalb von Europa.
Und wir haben ja gesehen, was in einigen Südländern passiert ist und wie schwierig und hoch der Konsolidierungsdruck in diesen Ländern gewesen ist, bis die jetzt so einigermaßen wieder kommen, vorzeitig auch Kredite zurückzahlen. Das hat ja viel auch in diesen Volkswirtschaften gemacht. So, und wir kennen die Diskussion auf der europäischen Ebene von Italien, von Frankreich, die sagen, wir wollen die Schuldenregeln noch auf europäischer Ebene auflösen. So, und wenn wir jetzt, die wir als Hort der Solidität da irgendwo in Europa gelten, jetzt so leichtfertig über neue Schulden, so leichtfertig über eine Auflösung der Schuldenbremse regeln werden, dann halten wir das in Europa nicht aus. Dann wird es einen Dammbruch geben und dann weiß ich nicht, was im gesamten europäischen System passiert. Und diese Dimension dürfen wir einfach nicht vergessen. Und das überrollt unsere Volkswirtschaft dann in ihren Auswirkungen. Da bin ich mir relativ sicher. Es muss ja auch jemand. Darf ich da ganz kurz rein? Also, ganz kurz, Herr Holznagel, ich wusste, dass Sie ein bisschen provozieren. Ja, Herr Holznagel. Ja, das ist, was Frau Herrmann sagt und er beschreibt, ist natürlich richtig und auch sauber aus dem Lehrbuch. Aber wenn man das sich in Griechenland damals angeschaut hat, dann gibt es durchaus Verschuldungsgrenzen, die man auch an dieser Stelle berücksichtigen sollte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ökonomisch in einer sehr komplizierten Situation sind, die auch eben der Krieg in Europa herbeigeführt hat. Und ich gehe davon aus, dass der Schuldendienst, also die Zinsen, steigen werden. Und dann hat der Bundeshaushalt schon Probleme. Also zum Vergleich zur Zeit müssen wir unsere Bundesschuld, die ungefähr bei 1,3 Billionen Euro liegt, mit 4 Milliarden Euro Zinsen im Jahr bedienen. Vor 10, 12 Jahren war die Summe, lag sie bei 32 Milliarden Euro und war eine der größten Haushaltspositionen, die wir hatten. Also wenn es eine Zinswende gibt, dann haben wir natürlich auch extreme Probleme mittelfristig im Bundeshaushalt. Insofern ist da schon eine natürliche Grenze. Und wir haben natürlich auch politische Grenzen, die wir einhalten sollen. Das 60-Prozent-Ziel ist aus meiner Sicht weiterhin richtig, um eine gewisse Stabilität zu haben. Und da sollten wir nicht leichtfertig das aufgeben. Und am Ende, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, mit Sondervermögen dagegen zu agieren. Ich halte das für falsch, weil ein Sondervermögen, und darüber reden wir auch gleich, ein wenig den Fokus des Gesamthaushaltes versperrt. Und deswegen müssen wir mal das Gesamtkonstrukt auch sehen. Und vor dem Hintergrund gehören alle Schulden, die der Bund macht, ob im Sondervermögen oder in den sogenannten Kernhaushalten, auch dargestellt und transparent gemacht. Deswegen ist die Schuldenbremse auch vor dem Hintergrund der Transparenz aus meiner Sicht sehr wichtig. Frau Herrmann, vielleicht ganz kurz noch Sie, dann kommen wir nämlich tatsächlich zum Sondervermögen. Ja, ich will nur sagen, dass es nicht möglich ist, Deutschland mit Griechenland zu vergleichen. Es ist richtig, Griechenland war 2010 überschuldet. Und zwar deswegen, weil es hoffnungslos im Ausland verschuldet war. Also Griechenland hat immer viel zu viel importiert und zu wenig exportiert. So, das ist ja nun ganz und gar nicht die Situation, die wir in Deutschland haben, sondern jeder weiß, dass Deutschland permanent Exportüberschüsse produziert in unglaublichem Ausmaß. Das heißt, wir sind überhaupt nicht im Ausland verschuldet, sondern im Gegenteil. Das heißt, wir Deutschen können uns das erlauben, Schulden zu machen. Und das sollten wir dann auch nutzen, wenn es gute Gründe gibt, Schulden aufzunehmen. Ich bin ja nicht dafür, dass man permanent einfach Schulden macht, aber Ukraine-Krise, Klimawandel, Corona, das waren alles wirklich gute Gründe. Und da sollte man jetzt nicht sich irgendwie beschränken nach dem Motto, oh, wir könnten Griechenland werden. Das werden wir nie und nimmer sein. Gut, jetzt geht es ums Schuldenmachen. Obwohl ja das Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro gar keine Schulden sind. Es ist nämlich außerhalb der Schuldenbremse und außerhalb des Haushalts. Es sind natürlich in Wirklichkeit Schulden. Es ist eine Schuldermächtigung. Es sind noch keine Schulden. Noch keine Schulden, aber eine Schuldermächtigung. Da gibt es, glaube ich, keinen Tilgung. Das wird ja von Ihnen auch kritisiert. Wenn man ins Gesetz guckt, haben wir damit eine dauerhafte Belastung, jetzt sozusagen noch einen Sonderfall neben all den Belastungen, die wir schon haben, auch noch dieses Sondervermögen, das, wie gesagt, nicht so ganz klar ist. Wir reden gleich noch über die Details, aber wie das überhaupt getilgt werden soll, 100 Milliarden, ist ja auch kein Pappenstiel. Doch, wenn wir in den Gesetzentwurf gucken, so wie er gegenwärtig jetzt vorliegt, dann werden wir sehen, dass zu der Frage der Tilgung auch die entsprechenden Hinweise in dem Gesetzentwurf sind. Nicht in der Verfassung an der Stelle, aber sie sind im Gesetzentwurf drin. Und so wie ich die CDU verstanden habe, ist das für sie auch eine Conditio sine qua non. Und ich halte es auch für richtig. Und ich bin da auch bei Herrn Holznagel. Es ist wichtig, dass so etwas transparent gemacht wird. Die Frage, dass wir da mehr tun müssen, hat eine einhellige Mehrheit bis auf die Linke, die dagegen ist, aus traditionellen Gründen, die gesagt wird, wir müssen hier nachholen, weil alle Regierungen vorher, egal wer daran beteiligt war, gedacht hat, es gäbe diese Friedensdividende.
Übrigens deswegen, weil wir Menschen, das müssen wir auch ehrlich sagen, immer hoffen, dass es gut geht. Weil das ist ein Fehler natürlich, aber leider werden die Mahner sind, werden oft dann als falsche Propheten bezeichnet. Das ist jetzt eine Lösung, die notwendig ist, um eine andere Verpflichtung, 2%-Ziel zu erfolgen, obwohl ich mit Prozentsätzen immer meine Schwierigkeiten habe, weil das ist keine echte Haushaltspolitik, sondern das ist so eine gute Show an die Wand gestellt. Aber diese Verknüpfung ist jetzt wichtig von den 100 Milliarden mit dem Erreichen des 2%-Ziels, zu dem wir international uns verpflichtet haben. Heute gab es ja eine putzige Szene im Bundestag, ein Wortgefecht zwischen Frau Schlag-Zimmermann von Ihrer Fraktion, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, und dem Fraktionsvorsitzenden Ihrer Fraktion, wer eigentlich für das Abrocken der Bundeswehr verantwortlich ist. In der Schwarz-Gelbe-Koalition 2009 bis 2013, da waren Sie, glaube ich, schon im Bundestag gewesen. Ja. Habe ich da irgendwie rausgehört, war nicht so ganz gut zu hören, akustisch. Doch, jetzt wird im Saal schon. Okay, gut, ich habe es nicht im Saal angehört. Jetzt jedenfalls ist man der Meinung, die Bundeswehr muss richtig gut ausgestattet werden. Jetzt gibt es ja von Ihrer Fraktion schon den Verdacht, diese 100 Milliarden gehen gar nicht an die Bundeswehr, sondern an etwas, was im weitesten Sinne mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu tun hat. Dieser eine Zusatz, dass es den Streitkräften zukommen soll, soll auf Wunsch der Bündnisgrünen wieder rausgestrichen worden sein bei dieser Vorlage für das Sondervermögen. Das ist ja eine Verfassungsänderung. Bleibt es dabei, dass Sie nur mitgehen und unterschreiben, wenn tatsächlich diese 100 Milliarden von vorne bis hinten auf Heller und Pfennig, wie man früher gesagt hat, jedem Cent der Bundeswehr zugutekommen? Naja, also das, was im Sondervermögen drin ist, und das ist mein Verständnis eines Sondervermögens, sonst können wir das im Haushalt darstellen, das muss überjährige große Rüstungsprojekte beinhalten. Die gibt es. Die Liste ist ja jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Auch die Summe ist nicht aus der Luft gegriffen. Dahinter steckt ja ein Fähigkeitsprofil an der Stelle. Und wenn wir das jetzt nicht über das Sondervermögen abbilden, dann bleibt da was über. Also da müssen wir uns fragen, wie machen wir es dann mit der Fähigkeit? Nehmen wir denn die aus dem normalen Haushalt? Und insofern glaube ich, heute wurde über neue Sicherheitsbegriffe gesprochen. Ich glaube, der Kollege Carsten Klein hat dazu was gesagt. Die Grünen haben etwas zugesagt, der ein etwas erweiterter Sicherheitsbegriff, der nicht nur den Bereich der Verteidigung in den Blick nimmt, sondern auch die Außenbeziehungen in den Blick nimmt, der auch den Katastrophenschutz mit einbezieht, den darf man ja durchaus vertreten. Der ist ja auch nicht inhaltlich ganz von der Hand zu weisen. Nur wir sind der Auffassung, das gehört nicht ins Sondervermögen. Diese Mittel gehören in den Kernhaushalt. Denn ich sehe schon die Gefahr, wir sind bereit, immer mehr aus diesem Kernhaushalt rauszunehmen und in Sondervermögen reinzuschieben. Und deswegen sage ich, es muss befristet sein, es muss klar sein, welche Projekte da drin sind. Und dann können wir uns, glaube ich, da auch mit der Regierung drüber verständigen. Und wir sehen da halt nur Projekte, die tatsächlich für jetzt die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Herr Frücke, gehen diese 100 Milliarden ausschließlich in Rüstungsaufträge? Also ich sehe das von der Frage, was im Gesetz stehen wird, nämlich die Frage Beschaffungen, Anschaffungen. Das Zweite aber, da muss ich ja den Kollegen Hasen auf einen Widerspruch hinweisen. Die CDU-CSU hat immer gesagt, und das rechne ich auch zu gut, ich habe es auch heute im Plenum nochmal gesagt, sie möchte, dass das 2%-Ziel erreicht wird. Dann muss ich aber auch sagen, wenn der Bundeskanzler gesagt hat, wir machen 100 Milliarden, Applaus, Applaus, nächster Satz, wir werden das 2%-Ziel erreichen. Dann müssen die 100 Milliarden für das 2%-Ziel sein. Und wenn sie für das 2%-Ziel sein müssen, dann gelten die Regeln der NATO, was unter das 2%-Ziel gehört. Und was daran die Bundesrepublik schon längst hätte machen müssen. Insofern sind diese 100 Milliarden Euro eigentlich ja nicht wirklich ein Zuwachs, denn diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt, die jetzt ja schon längst geben müssen. Das heißt, es wird quasi deswegen, jetzt mit dieser Forderung der NATO verrechnet, also ist es nicht wirklich eine zusätzliche Aufrüstung der Bundeswehr. Nee. Erstens ist es eine zusätzliche Ausrüstung der Bundeswehr, weil wir insbesondere bei der Frage der Beschaffung Altes durch Neues ersetzen. Tornados konstruiert in den 60ern, gebaut in den 70er, 80ern, ersetzen wir jetzt zum Beispiel durch eine F-35, das ist die erste Beschaffung, die rangeht. Das Zweite ist nochmal bei dem 2%-Ziel. Bisher haben, glaube ich, 10% der NATO, dann 5 Stück, haben dieses 2%-Ziel erreicht. Und bei der Frage, was sie da reinrechnen können, kann man viel reden. Nein, dieses Ziel ist ein Ziel, das wir erreichen wollen. Es ist keine einklagbare Pflicht. Und dafür dient denn eben das Auffüllen des Verteidigungshaushalts, der ungefähr bei 50 Milliarden bisher ist, hoch auf, wenn man so will, 70 Milliarden. Und damit komme ich in die Nähe der 2%. Da kann sich aber im Kernhaushalt, wenn das BIP sich verändert, auch noch mal was verändern. Entscheidend ist
für mich jedenfalls, der ich sage, ich will den internationalen Vertrag einhalten. Ich muss Ausgaben aus den 100 Milliarden machen, die unter diese 2% fallen, denn nur so kann ich das dann auch erreichen. Was im Kernhaushalt dann noch alles dazu gehört, ist was anderes. Die 100 Milliarden Euro sind ja bei manchen, vor allen Dingen auf der politisch linken Seite, Frau Herrmann, durchaus umstritten bei SPD und Bündnisgrünen. Ist das ein Trostpflaster, dass man sagt, doppelt so viel Kohle wandert in den Klimaschutz? 200 Milliarden sind ja dafür jetzt angesetzt bis 2026. Ist das etwas, womit dann die Ampelkoalition ganz gut agieren kann und auch innere Konflikte damit etwas klein halten kann? Also mein Eindruck ist, dass die allermeisten Mitglieder auch bei den Grünen und auch bei der SPD gemerkt haben, dass es diese Friedensdividende, von der Herr Fricke ja zu Recht gesprochen hat, einfach nicht gibt. Wir hatten die Idee, Europa ist befriedet, es gibt hier keine Kriege mehr. Und dann haben sich natürlich alle gefragt, ja, warum sollen wir denn die Bundeswehr ausrüsten, wenn doch hier eigentlich nur Frieden herrscht. So, das war auch die Haltung bei den Grünen, das war die Haltung aber eben auch bei der FDP oder CDU. Ich glaube, das hat sich in den einzelnen Parteien überhaupt nicht unterschieden. So, und jetzt sind aber auch alle Grünen und auch eigentlich alle in der SPD komplett aufgewacht, mit wenigen Ausnahmen. Ich sage da Gerhard Schröder, aber der Rest ist ja jetzt total schockiert. Und ist bereit, Geld auszugeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man die Zukunft sieht. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also meine Position wäre zum Beispiel rein ökonomisch, dass Russland diesen Ukraine-Krieg nicht lange durchhalten kann, rein ökonomisch. Ich sage dazu nichts militärstrategisch, aber das ist eine Katastrophe, dieser extrem teure Krieg für so eine arme Wirtschaft. Deswegen würde ich denken, dass der Krieg irgendwann erstens zu Ende geht und zweitens, dass Russland danach derartig zerstört ist, rein ökonomisch, dass es nicht so schnell in der Lage ist, einen neuen Krieg zu starten, dass man dann sogar Abrüstungsgespräche haben wird. Aber vielleicht ist das alles nur sozusagen zu viel Hoffnung. Auf jeden Fall, bis man diese Abrüstungsgespräche hat, muss man leider jetzt erstmal in die Militärausrüstung investieren. Wir sind am Ende der Sendung, Herr Holznagel, kurz noch diese Sondervermögen. Wird das möglicherweise Schule machen? Denn es gibt ja noch ganz andere Projekte und Vorstellungen, vielleicht Anforderungen, auch Dinge, an die wir noch gar nicht denken. Glauben Sie, dass das jetzt häufiger vorkommen wird, dass man jenseits von Haushalt und Schuldenbremse mit Sondervermögen arbeitet? Also zur Wahrheit gehört, dass wir schon jetzt 26 Sondervermögen haben mit einem Gesamtwert von 130 Milliarden Euro. Wenn jetzt die Fluthilfe noch hinzukommt als Sondervermögen und die Bundeswehr, dann werden wir 28 Sondervermögen haben mit weit über 230 Milliarden Euro. Daran sieht man schon mal, das hat schon in der Vergangenheit Schule gemacht. Und ich befürchte einfach, dass man mit einem Sondervermögen temporäre Diskussionsspitzen abbaut. Dann schiebt man das alles rüber und sagt, jetzt haben wir das Thema erledigt. Und mitnichten ist das Thema erledigt. Grundsätzlich auch zum 2%-Ziel sage ich, ich fand das Ziel immer schon etwas fragwürdig, weil die 2% schaffen wir auch, indem wir 1000-mal Gorch-Fock bauen. Insofern ist es auch ein Stück weit Steuergeldverschwendung, was wir in den letzten Jahren bei der Bundeswehr erlebt haben. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch in Ordnung, dass man jetzt Geld in die Hand nimmt und die Bundeswehr zu dem ertüchtigt, was sie eigentlich auch darstellen soll. Also das ist völlig in Ordnung. Aber das muss eben einhergehen mit Reformen, mit Beschaffungsmanagement und auch mit den Zielen. Und ich bin auch ein bisschen europäisch und ich denke, man muss sich auch innerhalb der NATO mal darüber verständigen, welche Armee was kann. Wir sollten nicht Trug erlegen, dass alles die Bundeswehr kann, sondern wir müssen uns hier spezialisieren. Das Geld auch gut eingegeben. Jetzt kommen wir schon ins nächste Thema. Wie sieht die Militärplanung aus? Zumindest haben Sie jetzt mit Ihrem Hinweis auf die Sondervermögen die Frage der Sendung schon beantwortet, woher das Geld eigentlich kommt. Möglicherweise aus den Sondervermögen. Ich bedanke mich bei Otto Fricke, ich bedanke mich bei Christian Haase, bei Ulrike Herrmann und bei Rainer Holznagel. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde NATO-Gipfel in Brüssel. Die NATO und Putins Krieg: Aufrüsten statt Einmischen. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade und da geht es noch mal ausführlich um die heutige Generaldebatte im Bundestag. Bleiben Sie bei uns.